spielen wir das auch so mal ein Spiel, aber mit Alphabet Lore. Wir benutzen jeden Buchstaben von den Alphabet Laws, um ein Auto zu malen, das verrückte Challenges besteht und den Hindernisparcours schlägt. Bist du bereit für ein verrücktes Alphabet Lore Video? Dann let's go! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Dr. Light und heute benutzen wir die Alphabet Laws, um dieses Automalen-Spiel hier zu gewinnen. Das wird so cool werden, Freunde. Also wir werden ein Auto malen, was hier vorne startet und hierüber bis zum Ziel fährt. Aber wir benutzen die Alphabet Laws, Freunde. Wollen wir mit A starten, Freunde? Kommt, wir starten jetzt direkt mal mit A, okay? Ich habe noch einmal eine Anleitung gezeigt. Aber wir machen jetzt nicht so langweiligen Bogen, wie hier gezeigt wird, sondern wir malen einmal das A von den Alphabet Laws. So, hier einmal A und hier rüber und hier nochmal runter. Checkt das aus, Freunde. Es wird so lustig. Wir werden dieses Spiel einfach gewinnen, indem wir die Alphabet Laws verwenden. Ich habe im Internet nämlich gehört, dass wenn man die Alphabet Laws hier drinnen verwendet, das ein riesiger Hack in diesem Spiel sein soll. Aber gut, A fängt an zu fahren und es fährt über den Hügel und schafft es bitte. Komm, ja! Und wie krass, Freunde, wir haben einfach den Diamant erreicht. Das ist viel zu krass. Also funktioniert es mit den Alphabet Laws wirklich? Freunde, schreibt jetzt mal in die Kommentare, welcher Buchstabe als nächstes kommen soll. Wir werden dieses ganze Spiel gewinnen, indem wir die Alphabet Laws verwenden, Freunde. Ich habe so ein Gefühl und wow. Hier ist schon das zweite Level und das heißt nicht zu hoch. Und es sieht auch schon ultra krass aus. Klicken wir mal auf Start und wow. Ja, wir sind im Spiel. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal chronologisch weiter, nämlich mit B. Und das könnte schwierig werden, Freunde, weil ich mal B einfach so wie in den Alphabet Laws. Und ihr wisst, was das heißt, Freunde. Die Reifen werden, glaube ich, nicht gut sein. Aber gut, gehen wir hier noch einmal rüber und hier noch einmal rüber und versuchen es direkt mal. Aber wow! Schaut mal, das Auto fährt einfach, Freunde. Und wird es schaffen? Wird es schaffen? Und ich glaube, ja! Ja! Oh meine Güte, wir haben es geschafft! Freunde, die Alphabet Laws sind einfach der Hack zu diesem Spiel. Das ist so krass. Wir haben die ersten zwei Parcours einfach direkt geschafft. Und der nächste Parcours heißt die Wippe. Wow, hört sich das krass an, Freunde. Also ich wippe übel gern. Und ihr, Freunde, gebt mal einen fetten Daumen nach oben. Mir macht das so viel Spaß. Aber naja, jetzt ist ja auch schon C dran. C, Freunde. Aber gut, wir versuchen es direkt mal. Und ich glaube, das wird schwierig. Und ja, schaut mal, die Reifen spawnen einfach an den Enden, wo man immer als erstes geklickt hat und wo man als letztes geklickt hat. Das heißt, wir müssen C auf dem Rücken malen. Versuchen wir es einfach nochmal. So, hier oben einmal nochmal machen und diesmal ist C jetzt auf dem Rücken. So. Und jetzt fährt er auch schon. Okay, jetzt Richtung Klippe zu und hoffentlich wird er es schaffen, Freunde. Drückt uns die Daumen und... Wow, das ist nicht möglich. Wie krass, wir haben es schon wieder geschafft. Und Freunde, wir versuchen so viele Buchstaben wie möglich zu machen. Inklusive den Buchstaben F. Der böseste Buchstabe von allen. Aber gut, schauen wir uns das nächste Level an. Und das heißt das riesige Rad. Und wir sind fast schon beim Buchstaben F, Freunde. Aber gut, klicken wir jetzt mal auf Start und versuchen das Ganze jetzt mit D zu meistern. So, hier unten müssen wir dazu einmal einen Strich machen. Dann gehen wir hier einmal rüber. So, das sieht jetzt ja schon aus wie D. Und jetzt hier einmal vor. Und jetzt soll das Ganze funktionieren. Und ja! Die fährt einfach, Freunde, auf das Rad zu und hoffentlich schafft es drüber. Und das ist nicht möglich. Wow! Ist ja ultra krass. Wir haben einfach die Goldmedaille geholt. Und Freunde, wenn wir so jetzt weitermachen, dann sind wir am Ende bei Level 26. Wenn wir den Buchstaben Z dann nehmen. Aber okay, diesmal ändern wir wieder das Design. Und das zu E, hier im Level das Zahnrad. Und das sieht so ähnlich aus wie das Level davor, nur dass es hier ein kleineres Rad drin hat. Aber naja, klicken wir jetzt mal auf Start und malen direkt mal hier unten ein E. Das E male ich auch wieder so hier einmal rum und hier einmal rüber. Okay, so hier. Und jetzt noch einmal hier rüber und das sollte eigentlich passen. Jetzt sollte es ein E sein. Und wir lassen es los in 3, 2, 1 und let's go und... Wow, okay, es fällt irgendwie um, aber es funktioniert immer noch. Es rollt irgendwie vorwärts, aber nein. Es ist stehen geblieben, aber wir haben die Räder auch an eine Stelle gemacht. Machen wir die jetzt mal anders hin. So, wir fangen hier an, gehen hier runter zu E und jetzt gehen wir hier noch rüber und hier noch runter. Und so, jetzt sollte es fahren und ja. Jetzt fährt es einfach nach vorne zu dem Parcours und wird es das Zahnrad schaffen und... Oh nein, es glitscht irgendwie da drin und bleibt da drin hängen. Das heißt, mit dem E haben wir es nicht geschafft. Aber gut, E ist eh ein schwacher Buchstabe. Ich meine, in dem Alphabet Laws Film wird er ja auch direkt fertig gemacht mit D irgendwie. F slappt ihn da irgendwie richtig. Aber gut, apropos F. Mit E haben wir es jetzt zweimal nicht geschafft und das heißt, jetzt müssen wir eigentlich mit F weitermachen. Lasst uns das jetzt direkt mal versuchen. So, hier unten einmal ein F zeichnen, hier hoch, hier rüber.
hier runter, hier rüber, so. Und das könnte jetzt aber auch wieder schwierig werden, weil F hat ja nur ein Bein und deswegen machen wir hier so eine kleine Verlängerung dran. Weil ansonsten könnte F nicht fahren. So, und F fährt und es fährt auf das Zahnrad zu und... Was ist denn da passiert? F ist einfach komplett stecken geblieben. Er hat es überhaupt nicht geschafft. Aber ich glaube, er war auch zu groß. Lasst uns jetzt mal ein kleineres F zeichnen. Also zeichnen wir jetzt einfach mal so ein kleines Mini-F. So, hier einmal rum und hier einmal rum. Und natürlich wieder so ein Ding, damit es fahren kann. Und wir lassen es fahren in 3, 2, 1 und go. Und oh nein, wow, es fährt irgendwie trotzdem weiter, aber... Oh nein, es wird wieder abgebremst, aber es hat irgendwie Saltos gemacht. Das Ding ist, ich habe eine Idee, warum es nicht geklappt haben könnte. Wir müssen F nämlich einfach in 3D zeichnen. So, hier oben einmal rum, hier rüber, so und jetzt hier so F zeichnen. Weil vorhin haben wir ihn ja nur mit einem Strich gezeichnet und so sollte es jetzt funktionieren, glaube ich. Und ja, er fährt auf dieses Zahnrad zu und schafft er es? Oh nein! Ich glaube, F ist einfach der falsche Buchstabe für diesen Parcours. Freunde, wenn ihr eine Idee habt, mit welchem Buchstabe es klappen könnte, dann schreibt jetzt den Buchstaben in die Kommentare. Und mit etwas Glück nehmen wir dann den Buchstaben, den du vorgeschlagen hast. Aber gut, wir machen weiter und nehmen jetzt das G. G, 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 G. Das ist ja der mit P zusammen ist. Beziehungsweise mit B. Die ist einfach so cute, Freunde. Aber gut, wir fangen hier mal mit dem G an. Dann gehen wir hier rüber, so, hier einmal rüber. Und wir malen das B ein bisschen liegend, weil es sonst, glaube ich, auch nicht fahren würde. So, hier einmal rum, hier einmal wieder zurück. So, perfekt. Und wir sollten es auch gleich schon haben. So, hier noch einmal rüber. Und ja, jetzt sieht es einfach aus wie ein G. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt auch direkt losfahren, oder, Freunde? 3, 2, 1 und let's go. Und hoffentlich wird es G schaffen. So, es nimmt Anlauf und... Ja, es sieht so aus, als ob es es schaffen würde, oder? Oh nein! Wobei, doch! Es überwindet das Zahnrad und oh, es bleibt stecken! Aber wir waren gerade so nah dran, Freunde. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal mit G. So, hier G rüberzeichnen. Hier so rüber, jetzt einmal hier hoch und rein. Jetzt wieder runter und rüber, Freunde. Und jetzt sieht es einfach aus wie so ein langgestrecktes G und es fährt. Und ich bin so gespannt, ob es es jetzt machen wird. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Und kommt es vorne auf? Und nein! Und wisst ihr auch wieso nicht? Weil dieses vordere Rad hier vorne nicht aufliegt. Das heißt, wenn wir das Rad einfach hier vorne zeichnen, dann sollte es funktionieren. Das heißt, ein letzter Versuch noch mit G. So, hier rüber. Hier einmal das G rüber zeichnen. So, hier rüber. Hier runter noch einmal. Okay, perfekt. Und jetzt müssen wir ja hier drüben einmal noch den Strich rüber machen. Damit das G mit seinem Fuß auch da drüben aufliegt. So, es fährt, es fährt, es fährt. Und schaffen wir es? Wir versuchen es jetzt noch ein letztes Mal mit G. So, das heißt, den Strich hier einmal machen. Hier rüber, perfekt. Und hier vorne nicht diesen Bogen einfach so stehen lassen, sondern noch ein kleines Beinchen hier rüber machen. Und dann sollte es funktionieren. So, G fährt, es nimmt Geschwindigkeit auf, es wird immer schneller. Und jetzt sollte es es schaffen. Ja, es geht ins Zahnrad rein und wird es es schaffen? Und ja, ich glaube schon. Wow, Freunde, ja, es hat es einfach geschafft, ja! Auch wenn wir gerade ein paar viele Versuche gebraucht haben. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Und das Krasse ist, wir malen heute nicht nur normale Alphabet-Lore, sondern auch einen streng geheimen Alphabet-Lore-Charakter, den man so vorher noch nie gesehen hat und der so gruselig aussieht. Noch viel gruseliger als F, aber okay. Wir haben gerade G gezeichnet und das heißt, jetzt machen wir mit H weiter. Und das nächste Level heißt Box im Weg, Freunde. Und ja, hier sieht man es ja auch. Da ist so eine kleine Box im Weg und ich glaube, wir können sie mit H überwinden. Also zumindest hoffe ich das. Die Alphabet Lost sind ja der Hack zu diesem Spiel. Aber gut, wir machen hier unten einmal einen Strich von H. Gehen dann hier einmal rüber, hier hoch und hier wieder runter. Und wir lassen H fahren in 3, 2, 1 und H. Und wow. Sie fährt irgendwie immer noch, aber nein. Sie ist kurz vor dieser Box abgebremst worden. Und jetzt liegt H nur noch da. Das Ding ist, lasst es uns nochmal schnell mit H versuchen. So, hier einmal rüber und wir malen sie diesmal ein bisschen schräger. Hier rüber, okay. Und hier runter noch den Strich. Und jetzt lassen wir H fahren. Und ja, sie bleibt stehen. Jetzt ist die Box zwar im Weg, aber wir schieben sie weg und werden wir es schaffen, werden wir es schaffen. Es wird knapp und es fehlt so ein Stück, Freunde. Oh nein, das gibt's doch nicht, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Wir liegen so kurz vor der Ziellinie. Nur noch so ein bisschen hätte gefehlt, Freunde. Och Mann. Aber gut, das heißt, wir versuchen es in der gleichen Taktik nochmal und wir malen dieses Mal wieder so ein großes H, das aber so ein bisschen schräg steht und lassen es direkt nochmal fahren. Und es fährt wieder auf die Box zu und komm, nimm Speed auf. Wir wollen, dass du rüberkommst. Rüber und nein, es bleibt liegen. Ah, vielleicht klappt es ja, wenn wir das H ein bisschen breiter zeichnen. Das heißt, hier rüber, hier ein bisschen stretchen und hier wieder hoch und wieder runter. Vielleicht klappt es jetzt ja so. Und es fährt wieder. Es fährt auf die Box zu. Es
kicken die Box irgendwie weg. Und ja, es hat geklappt. Wow! Wir haben gerade über die Speedperle irgendwie aufgenommen von da oben. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das nächste Level steht an. So, klicken wir direkt mal auf Weiter. Und das nächste Level heißt Doppelbox. Und wow, schaut mal. Da sind jetzt einfach zwei Boxen übereinander. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß, wie wir das schaffen können. Nämlich mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet, dem I. Und Freunde, I sieht in den Alphabet Loss einfach so süß aus. Und I zeichnen wir jetzt hier direkt mal. So, wir machen einfach so einen Strich hier hin. Ich meine, das ist ja I, nur dass er dann so da liegt. Wir lassen es los und es fährt. Es fährt auf dem Parcours zu und es kickt die Box weg. Es hat es auf jeden Fall schon mal unten durchgeschafft. Macht noch einen Salto und wird es über den Weg machen. Es sieht so aus und ja! Wir haben es einfach wieder geschafft und einfach beim ersten Versuch. I hat es einfach für uns geregelt. I ist einfach so ein cooler Buchstabe. Freunde, schreibt jetzt mal euren Lieblingsbuchstaben in die Kommentare und gebt einen fetten Daumen nach oben dafür, dass wir das danach mit einem geheimen Top-Secret-Alphabet-Lore machen. Das Ding ist, der nächste Buchstabe im Alphabet ist J. Und er muss jetzt einfach die Planke überwinden. Das sieht ja mal ultra schwer aus, aber gut, J wird es schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir malen jetzt einfach mal ein J hier hin. So, sieht es gut aus? Ich finde schon, das sieht aus wie so ein J. So zeichnen wir hier noch einmal was rüber. Und lassen jetzt direkt mal fahren. Aber oh nein! Wir haben wieder vergessen, dass wir hier unten den ersten Strich machen müssen. So, machen wir es direkt nochmal. Und fangen hier unten an. So, hier einmal hoch zu J. Hier einmal rüber. Und hier rüber. Okay, perfekt. Jetzt sieht es doch aus wie so ein J, oder? Also ich finde schon. Und wir lassen ihn fahren in 3, 2, 1 und let's go. Und er fährt, Freunde. Aber oh nein, er ist umgefallen. War vielleicht zu groß, Freunde? Lass ihn uns mal nochmal zeichnen. Nur diesmal ein bisschen besser. So, wir fangen hier unten an. Hier hoch. Jetzt hier rüber so einen J-Strich zeichnen. Okay, perfekt. Und wieder zurück. Und hier wieder rüber. So, jetzt ist doch eigentlich ein perfektes J. Und wir lassen es fahren. In 3, 2, 1, let's go. Und das J fährt. Und nein, es überschlägt sich wieder. Ich glaube, J ist in diesem Parcours einfach nicht möglich. Wobei, es fährt noch. Aber ich glaube nicht, dass es schaffen wird. Wobei, doch, es steht wieder auf. Wartet, was passiert da? Wow, J ist ja übel der Superheld. Es fällt wieder um. Und wird es nochmal schaffen? Ja, es nimmt nochmal Anlauf. Wow, wie krass ist das denn? J will einfach nicht aufgeben. Und ich glaube, J könnte es wirklich schaffen, aber oh nein. Jetzt liegt es doch da. J war auf jeden Fall der krasseste bisher, auch wenn er es nicht durchs Ziel geschafft hat. Aber vielleicht hilft es J ja, wenn wir ihn mal auf den Bauch zeichnen. Aber ich glaube, J ist nicht der Richtige für diesen Parcours. Lasst uns mal mit K weitermachen. Beziehungsweise mit K. Und die hat ja eigentlich auch Flügel in den Alphabet Lores. Hat sie dann vielleicht auch Flügel hier in diesem Automalenspiel? Wir finden es heraus, okay? Wir malen hier einmal rüber, hier den Strich hier rüber. Okay, dann hier noch einen Strich rüber und hier wieder einen Strich runter. Und okay, K liegt jetzt auf dem Bau. Und jetzt lassen wir sie auch schon fahren. So, und ja, sie fährt, Freunde. Wow. Und wird sie es schaffen? So, sie fährt hier einmal runter und sie hat die Wippe gedreht. Und ich glaube, ja, sie schafft es. Und ja, ja, sie schafft es übers Ziel. Wie cool. Das war ja mal ultra krass, Freunde. Aber wisst ihr was? Im nächsten Level verwenden wir nochmal K. Nur diesmal malen wir K auch noch Flügel. Und ich bin gespannt, ob sie dann hier drin anfängt zu fliegen. Und das nächste Level ist die gefährliche Brücke. Und wow, ja, die sieht wirklich mega krass aus. Und hier oben ist auch wieder so ein Energieball. Das heißt, wenn wir den kriegen, kriegen wir so einen richtigen Boost. Und dann werden wir so schnell wie Sonic. Das Ding ist, wir versuchen jetzt einfach mal über diese Brücke hier drüber zu fliegen, indem wir K mit Flügel malen. So, wir machen hier einmal K runter, hier einmal rüber, hier noch einmal rüber. Jetzt malen wir K ihre Flügelchen hin, so, und gehen hier wieder runter. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt anfängt zu fliegen, Freunde. Wir versuchen es direkt in 3, 2, 1 und oh, es fährt schon und fährt es über die Brücke. Ja, es sieht bisher gut aus, aber es fliegt irgendwie nicht. Aber wow, ja, wir haben den Boost bekommen und schon wieder das Ganze geschafft. Ist ja ultra krass und dieses Mal wieder Diamant-Level. Freunde, ich bin so gespannt, wie das gleich mit dem geheimen Alphabet-Lore wird. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es wird kein lebendiger Alphabet-Lore. Es wird einfach ein gruseliges Geistermonster und damit meine ich nicht H. Weil H ist ja auch ein Geist, aber dieser geheime Alphabet-Lore ist noch viel krasser. Aber gut, das nächste Level heißt am Haken. Das heißt, wir müssen hier starten, uns bis zum Haken vorschlagen. Und hier oben uns dann einmal rüberschleudern lassen bis ins Ziel. Das sieht krass aus. Und diesmal nehmen wir den nächsten Buchstaben im Alphabet. Das heißt L. Nach A, B, C, D, E, F, G, H, J, K kommt L, Freunde. So, das heißt, wir fangen hier einmal an mit dem langen Strich von L. Gehen jetzt hier rüber und machen hier noch einen Strich rüber. Und jetzt sieht es aus wie L aus dem Alphabet los. Lassen wir ihn direkt mal fahren. Let's go. Und er fährt schon mal, Freunde. Das ist schon mal gut. Und wird er die Klippe schaffen? Und oh nein. Er ist runtergefallen, Freunde. Wir müssen irgendwie noch schneller werden, Freunde.
Freunde. Oder wir hangeln uns natürlich an diesem Haken hier lang. Und wie könnten wir das machen? Vielleicht indem wir M benutzen, weil M ist ja wie so ein Haken. Und der könnte sich hier oben festhaken. Versuchen wir mal M. M, der Superheld. So, hier gehen wir einmal rüber, hier rüber. Und wir lassen ihn direkt mal fahren. Let's go. Und M ist auf seinem Weg und springt hoch. Und oh nein. M hat es auch nicht geschafft. Er ist auch abgestürzt. Aber vielleicht kann es ja auch sein kleiner Bruder N lösen. Versuchen wir es mal mit N, Freunde. So, wir malen hier einen Strich zu N hoch, hier rüber und hier hoch. Machen hier jetzt einen kleinen Haken hin, so. Damit kann N sich dann nämlich einhaken und hier unten wieder so einen Strich runter, damit wir hier das Rad haben. Und N fährt und er fällt um. Och nein, Freunde. Er hat es nicht geschafft, aber ich weiß, woran es lag. Wir müssen ihn ein bisschen schräger zeichnen. So, perfekt. Hier noch einen Strich hoch. Hier machen wir den Haken hin und hier machen wir sein Rad hin. Und wir lassen ihn mal wieder losfahren. Und ja, diesmal klappt's. Es sieht einfach aus wie eine Angel hier vorne. Und wird das schaffen, wird das schaffen? Und nein! N konnte es einfach auch nicht schaffen. Aber vielleicht schafft es ja P, Freunde. P, Freunde. So, wir gehen hier einmal hoch, hier einmal rüber und machen P wie so einen Haken hier vorne dran. Perfekt. So, jetzt gehen wir hier einmal zurück und machen hier einmal den Bogen vom P rein. Perfekt. Und gehen hier wieder runter. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Papagei, Freunde. Ist ja ultra witzig, aber gut. Lassen wir P fahren in 3, 2, 1 und let's go. Und P fährt, aber nein, es kippt nach hinten über. Lasst uns P direkt noch mal versuchen. So. So, okay, das sollte auf jeden Fall hoch genug sein. Wir gehen hier rüber einmal runter, diesen Haken machen. Machen hier natürlich wieder einmal die Rundung von P und gehen hier wieder runter und lassen P direkt wieder fahren. Okay. Oh, das ist jetzt einfach ein gigantisches P, aber gut. Wird es rüber geschleudert und wow, ja! Wir haben es geschafft, Freunde. Aber gut, klicken wir direkt mal wieder auf Weiter. Und das nächste Level wartet schon auf uns. Verwinkelt. Und wow, Freunde, es sieht so krass aus. Schaut mal. Da ist einfach so eine Ecke irgendwie im Boden. Und dieses Mal haben wir eine Besonderheit. Wir dürfen nämlich ab jetzt jeden Buchstaben nur noch einmal verwenden. Das heißt, wir dürfen ihn danach auch nicht mehr verbessern oder so. Und der nächste Buchstabe, den wir verwenden werden, ist Q, die Schnecke. Okay, fangen wir dazu mal hier unten an, machen so einen Kreis und machen hier rüber natürlich noch den Strich rein. So, perfekt. Es sieht aus wie ein Q. Und jetzt lassen wir die Schnecke auch direkt mal fahren. Und sie fährt auch, Freunde. Sehr gut sogar. Und wird sie es über den Hügel schaffen? Wow, sie dreht sich auf jeden Fall. Aber sie ist ja eine Schnecke, sie sollte eigentlich rollen. Und wird sie es schaffen, aber nein. Sie bleibt leider liegen, aber die dürfen wir jetzt ja auch nicht mehr verwenden, auch wenn sie sehr gut funktioniert hat. Und da liegt sie jetzt noch. Das Ding ist, wir dürfen sie jetzt ja leider nicht nochmal verwenden. Das ist so krass, Freunde. Und der nächste Buchstabe ist R, okay. Hier zeichnen wir sie einmal. Und jetzt sollte sie fahren, okay, perfekt. Ja, sie fährt und sie fährt geradeaus und hoffentlich schafft sie es über den Spalt. Und... wow, sie macht einen richtigen Salto, aber ja! Mit R hat das Ganze funktioniert, Freunde. Ist ja ultra krass. Und Freunde, es sind nur noch 8 Buchstaben, bis wir den geheimen Alphabet-Law-Buchstabe nehmen und versuchen, dieses Spiel mit ihm hier zu gewinnen. Und Freunde, es soll was so krasses passieren, wenn man ihn hier drin malt. Ich bin so gespannt. Es soll irgendwie einen Ultra-Glitch geben. Das Ding ist, ein nächstes Level wartet auf uns. Level 12, der Propeller. Brrr. Sieht auf jeden Fall schon krass aus, wie so eine Windmühle hier drüben. Klicken wir auf Start. Und der nächste Buchstabe ist S, Freunde. So, fangen wir unten mal an. Hier rüber, hier einmal hoch und hier einmal rüber. So, und S ist gezeichnet, Freunde. Lassen wir es direkt mal fahren und wow. Das fährt irgendwie so wie so eine Schlange halt fährt. Hier oben ist der Kopf und hier hinten ist so die Schlangending. Aber irgendwie funktioniert das jetzt nicht. Nee, sieht nicht so aus. Och Mann, Freunde, das hätte so gut funktionieren können. Aber gut, der nächste Buchstabe ist T und den malen wir jetzt mal auf dem Kopf. Ich glaube, nur so funktioniert T. Ja, perfekt. Hier rüber und let's go. Und ja, T fährt auf dieses Rad zu. Und ja, das könnte wirklich funktionieren. Wobei, oh nein, es wird wieder nach hinten geschleudert. Von aus dem Spiel raus. Wow, ist das krass. Aber okay, der nächste Buchstabe ist U. Und ich glaube, U müssen wir jetzt irgendwie auf dem Rücken malen. Ungefähr so, ja. Weil jetzt sind die Räder ja hier unten. Okay, lassen wir U direkt mal fahren. Let's go. Und U fährt Richtung Zahnrad. Und ich glaube, es schafft es nicht mal hier unten durch, oder? Wobei, nee, es fällt einfach nur auf den Rücken und es macht einfach so Purzelbäume nach hinten. Wobei, es nimmt nochmal einen zweiten Anlauf, Freunde. Wow! Und es macht nochmal einen Purzelbaum nach hinten. Und was passiert jetzt? Es steht wieder auf und es nimmt nochmal Anlauf Richtung diesem Zahnrad und... diesmal bleibt es stehen, Freunde. Ich hätte es voll lustig gefunden, wenn es wieder einen Purzelbaum gemacht hätte. U ist einfach der Purzelbaum-Buchstabe. Und der nächste Buchstabe ist V, Freunde. Und wir zeichnen jetzt direkt mal so ein kleines Mini-V hier hin, Freunde. Okay, V. Und let's go, V. Aber, oh nein, V hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist direkt stehen geblieben. Das heißt, der nächste Buchstabe ist W, Freunde. W, wie wünscht ihr was? Freunde, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Und dann sage ich das dem Weihnachtsmann weiter. Da
damit ihr auch wirklich die Geschenke bekommt, die ihr wollt. Aber gut, fangen wir unten mit W an. Hier rüber, hier hoch, hier rüber, hier runter. Und in den Alphabet Lost hat W ja noch Augen. Lass uns die jetzt auch noch kurz zeichnen. So, hier einmal die Augen rüber. So, perfekt. Hier noch die Augen rein. Und jetzt hier noch ein Auge rein. Okay. Und jetzt sieht es wirklich so aus wie das W aus den Alphabet Lost. Ich bin gespannt, wie es fahren wird. Lassen wir es direkt mal fahren und es fällt nach hinten um. Es hat auch nicht funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 3 Buchstaben bis zum mysteriösen Buchstaben. Und jetzt machen wir mit X weiter. Und Freunde, schaut mal, das sieht auch aus wie X. Vielleicht funktioniert es ja deswegen. So, machen wir mal hier so ein X, okay? Hier hoch, hier rüber und lassen es fahren. X aus den Alphabet Lore. Und es fährt auf jeden Fall schon mal, Freunde. Oh mein Gott, hoffentlich schafft es durch. Aber, wow, es macht einen Überschlag und nein. X konnte es auch nicht schaffen. Das ist wirklich ein super schweres Level. Der nächste Buchstabe ist Y, Freunde. Und Y zeichnen wir jetzt mal ganz flach auf dem Boden. So, hier rüber und hier einmal Y vormachen. Und hoffentlich wird es jetzt funktionieren, Freunde. So, wir lassen Y fahren. Und wow, das sieht übel cool aus, wie so ein Auto. Und, wird es unten durchschaffen? Nein, es ist stecken geblieben. Aber ich glaube, wir müssen flach bleiben. Und das heißt, wir zeichnen Z, den letzten Buchstaben vor dem geheimen, top-secret-gruseligen Alphabet-Lore. Den zeichnen wir jetzt ganz, ganz flach. So, hier einmal rüber. Jetzt ganz flach hier hoch. Ganz flach hier rüber. Und jetzt müssen wir natürlich wieder zurück, damit das Rad unten ist. So, perfekt. Und jetzt haben wir so ein langgestrecktes Z. Aber gut, wir lassen es fahren in 3, 2, 1 und let's go. Es fährt auf jeden Fall. Und es könnte es wirklich unten durchschaffen. Und ja... Es sieht fast so aus. Und, oh nein, der Hinterantrieb reicht wieder nicht. Dieses Level ist ja wirklich unmöglich, Freunde. Aber wisst ihr, welcher Buchstabe dieses Level meistern kann? Der streng geheime und super gruselige Alphabet-Law-Buchstabe. Jetzt werdet ihr gleich erfahren, welchen Buchstaben ich meine. Aber gut, wir klicken jetzt auf nochmal. Und ich zeichne den geheimen Buchstabe jetzt. Und ihr könnt erraten, wer das Ganze ist. Und wir lösen dann gleich auf. Wenn ihr eine Vermutung habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, wir zeichnen jetzt erstmal einen Strich hier hoch und jetzt hier rüber. Das muss so ein bisschen kurvig sein. Könnt ihr schon erkennen, welchen Buchstaben ich zeichnen will? Es ist viel zu krass, Freunde. So, hier einmal hoch, hier wieder einmal runter. Und wir haben es auch schon fast. Das sieht einfach so ein bisschen aus wie so ein Geist. Aber das ist es nicht, Freunde. Jetzt gehen wir hier einmal hoch und malen jetzt hier noch einmal einen Mund rein. Wow, sieht das krass aus. Und da müssen jetzt nur noch so ein paar spitze Zähne rein. So, hier noch einmal hoch. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Farbe. Und noch zwei Augen, okay. Und wir haben es, Freunde. Und ja, das eine Auge ist jetzt einfach sein Rad. Aber er ist umgefallen. Er hat es nicht schaffen können. Und Freunde, jetzt seht ihr auch eingeblendet, welchen Buchstabe ich malen wollte. Es war einfach A.exe. Die böse Version vom eigentlich guten A. Aber naja, Freunde, wenn wir noch mehr böse Buchstaben ausprobieren sollen, dann gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben und abonniert kostenlos diesen Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!